Yo, was geht ab, meine lieben Freunde? Herzlich willkommen auf ein neues Video von mir. Ich dachte mir mal, ich habe mal wieder Lust auf eine kleine Real Talk Runde. Ja, und zwar unser Thema Deutschrap und besser gesagt die neue Art von Deutschrap, in der wir uns jetzt gerade im Moment befinden. Also wirklich Deutschrap würde ich jetzt nicht sagen. Ich würde eher sagen, Deutschpop würde, glaube ich, ein bisschen besser passen. Meine lieben Freunde, bevor ich dieses Thema überhaupt ins Rollen bringe und ein bisschen darüber spreche, was mich im Moment stört daran, würde ich ganz gerne dieses schöne Erfrischungsgetränkchen trinken, um natürlich die ein oder andere schöne Stimmung hervorzutreten, damit ihr vielleicht auch Bock habt, euch irgendwas ins Mund zu... Naja. Also ich habe mich ehrlich gesagt im Jahr 2012 irgendwann dafür entschieden, okay, ich habe irgendwie Bock auf Deutschrap und ich höre mal wieder ein bisschen mehr deutsche Musik. Davor habe ich ehrlich gesagt immer so Musik aus meinem Land gehört, türkisch, ein bisschen auch ein bisschen englisch zum Teil, auch ein bisschen angehaucht, arabisch und so weiter, so in dieser Richtung. Das hat sich so im Jahr 2012, 13 irgendwann geändert. Dann ging es los mit JBG2, Farid Bang Kollega und so weiter. Und mittlerweile sind wir an einem Punkt angelangt, wo sich der Wandel, würde ich mal so sagen, entwickelt hat. Also mittlerweile gibt es dieses Deutschrap, was wir so kennen, diese Punchlines und harte Aggressionstexte, gibt es nur noch zum Teil, würde ich mal so sagen. Ja, also es überwiegt viel mehr dieses Autotune-lastige Pop, bla bla bla, was ich wirklich cool finde, hin und wieder, wirklich. Aber ich würde es jetzt nicht als Hip-Hop bezeichnen. Ich würde es eher als Autotune-Pop-Rap bezeichnen, ja. Also es wird eigentlich nur schnell gerappt. In dem Sinne, also wirklich Hip-Hop ist es nicht. Meiner Meinung nach. Natürlich könnt ihr da draußen irgendeine andere Meinung dazu haben. Das ist meine Meinung. Was ich auf jeden Fall da wirklich sehr schade finde, ist, dass wir uns ein bisschen verlieren in dieser ganzen Geschichte. Weil wir spalten jetzt gerade Hip-Hop völlig. Wir gehen jetzt in eine völlig andere Richtung. Wir sind jetzt irgendwo in Singerei geworden. Ey, Digga, diese ganzen gestandenen Rapper, die gestandenen Männer sind richtige Pussys geworden, Freunde. Ja, also ich will jetzt niemanden jetzt beleidigen und auch keine Rappernamen jetzt irgendwie erwähnen oder so, aber wir sind gar nicht mehr da, wo wir mal waren. Versteht ihr, was ich meine? Es ist gar nicht mehr diese Art von Musik, die wir eigentlich ursprünglich hatten. Ja, also ich finde es wirklich sehr schade. Ich finde es wirklich sehr, sehr schade. Also hin und wieder wirkt's. Es gibt geile Musik, ganz klar. Es gibt wirklich von Fero, Mero, Dero, Lero, Zero wirklich hin und wieder auch geile Tracks. Jetzt sage ich mal ein paar Namen, aber nee, da habe ich ehrlich gesagt irgendwie kein Verständnis für. Aber ich denke mal, das liegt einfach an dieser Zeit. Wir sind in einer Streaming-Zeit, das bedeutet, es geht um Klickszahlen, es geht nicht mehr darum, wer hat die geilsten Punchlines oder wer hat die krassesten Wortspielereien oder Rätsel in seinen Wörtern, Texten. Ja, nein, mittlerweile geht es einfach nur, wer hat so dieses geile Melodische, was einen irgendwie so... So, das ist so heutzutage so Rap-mäßig. Ich weiß nicht, wie ihr das findet, Freunde, aber es lenkt sich alles immer und immer mehr in eine bestimmte Richtung. Ich bin mir aber sicher, dieses alte Hip-Hop-Ding, dieses Punchlines und fertig machen, dieses das wird auf jeden Fall immer so Tradition sein. Es sollte mal so eine Spaltung geben, ja, so wie bei, keine Ahnung. Ja, es sollte so eine Rubrik geben auf jeden Fall. Also da sollten wirklich die Rapper, die wirklich mal früher so waren, sollen auch wirklich so bleiben. Die sollen nicht irgendwie neue Dinge versuchen, sondern einfach da bleiben, wo sie vor vielen Jahren waren, damit man sich wieder mit denen identifizieren kann. Ja, also das ist so meine Anregung. Das hat mich in den letzten Monaten und Jahren wirklich ein bisschen aufgeregt. Das macht mir ehrlich gesagt als Rap News Rap Talk Format für euch wirklich schwer zu berichten, da die Musik eigentlich gar nicht mich anspricht. Es ist manchmal wirklich sehr schade, aber es ist leider so. Ja, das ist mein Thema und meine Angelegenheit und meine Meinung dazu. Jeder von euch hat seine eigene Meinung. Bild dir deine eigene Meinung und schreib mir deine Kommentare bitte unten rein. Wenn dir auch dieser Bauer gefällt, dann kauf ihn dir und gönn ihn dir in deinen Doggy-Kopf.
Ja, das war's mit dem Video. Ich wünsche dir was Schönes und Peace and out. Hier ist das Klo.